Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir hier im Clan Deutschland Ed ein wenig noch neben der Liga ja die CKs gespielt haben. Also wir haben jetzt 3 CKs gespielt, haben 2 gewonnen, 1 verloren, war aber nicht so schlimm. Aber ihr könnt euch schon ausrechnen, dass das eine ganze Masse an zusätzlichen Erzen ist. Und es gibt aber auch das Ligaende natürlich zu feiern. Wir haben im Clan Herausforderer die Liga gehalten. Wir sind also weiterhin Champion 3. Wir haben als Dritter abgeschnitten. Im Clan Free-to-Play sind wir Zweiter geworden. Also ich hätte fast gesagt, glücklicherweise nicht der Aufstieg, aber wir sind hart dran. Und im Clan Totusbande sind wir mittlerweile in Kristall 3 gelandet. Also auch da geht es immer so einen ganz kleinen Schritt nach vorne oder voran, da dort auch die Rathausstufen so ein bisschen angezogen haben. Und ich hatte aber jetzt am letzten Spieltag, beziehungsweise nicht am letzten Spieltag, sondern am letzten CK-Tag hier in Deutschland Ed gemerkt, das ist ja, ihr habt es ja in den Videos vorher gesehen oder auch in den Livestreams, dass die Wurzelkriegerinnen im Moment sehr, sehr stark sind. Und was hast du dagegen eigentlich in der Clanburg? Die beste Clanburg fand ich jetzt, weil ich öfter mal dran gescheitert bin, tatsächlich den Superdrachen. Den Superdrachen kannst du natürlich nicht in irgendeine Clanburg nehmen, sondern du musst 40 Platz dafür haben. Das heißt, das haben erst ab Rathaus Level 12, glaube ich, die haben 40 Platz. Ihr seht, wir haben ein Perfect War hingelegt, sehr, sehr schick. Und aber ich habe mich hier auch derbe gequält mit einigen Accounts, also im unteren Bereich mit Schief Barfuß und Toto. Okay, Schief Barfuß hat noch was gerissen, aber Toto konnte nicht mehr wirklich was reißen. Manchmal war es der dumme Drache, muss ich sagen. Wir gucken mal rein hier in den Angriff hier. Ich habe natürlich jetzt ich habe immer diese Armee hier im Moment im Rathaus 13 Bereich am Start und ich habe da den Toto. Oh halt, das war ein bisschen zu schnell. Ich habe ja den Toto als 13er kleinen Rusher. Dieser hier ist auch ein kleiner Rusher, der Schiefbarfuß. Also die beiden habe ich ja versehentlich mal weitergelevelt vom Rathaus her, obwohl sie noch gar nicht dran waren. Und habe dann noch Donnerbengel und Beckensheriff als 13er, wobei Beckensheriff jetzt auch schon hart Richtung 14 geht. Aber ja, der war natürlich mistig hier, der Frost. Naja, war nicht so schlimm. Ich wollte erstmal den Adler hier wegbekommen. Und je mehr Angriffe du natürlich auf eine Base hast, desto besser weißt du, aha, so tickt der. Und hier kommt er auch schon, der große Drache. Also ich fand es nicht schlecht. Okay, ich greife natürlich hier nicht mit Wurzelkriegerin an, aber mit Yetis. Und da war immer, entweder war ein Hock mit drin oder es war ein Loon mit drin. War immer unterschiedlich. Aber der muss auf jeden Fall gegiftet werden und sollte vorher weg sein, bevor die Yetis kommen. Ich habe jetzt hier unten die Queen einfach laufen lassen und bin hier oben jetzt weitergekommen Richtung 9 Uhr erstmal mit King und einem Ice Golem. Dann hier noch ein Ice Golem hier reingefunnelt. Ah, hier haben wir natürlich noch einen kleinen Helden, aber ist nicht so schlimm. Hier müssen wir auch etwas eher eigentlich normalerweise frosten, hier den Scattershot und auch den hinteren Scattershot. Da sollte man immer so ein bisschen einen Frostzauber noch bereithalten. Aber das hat ganz gut funktioniert hier. Das Rathaus ist auch noch nicht 5. Das heißt also, der Giga Tesla ist noch nicht am Start. Jetzt habe ich da noch einen Sprung gesetzt, weil ich natürlich auch in meiner Clanburg Widerreiterin habe. Nicht Widerreiterin, Wurzelkriegerin. Wurzelkriegerin habe 2 Stück und einen Hock. Die sind jetzt auch nicht so schnell. Das heißt also, ein Drache kommt da auch nicht so oder kommt da eigentlich sehr, sehr gut hinterher. Aber die sind selber ja jetzt nicht so unheimlich schnell. Okay, der Sprung war jetzt natürlich unnötig für die in jedem Fall. Und hier unten sind die Yetis noch. Ich glaube, die springen da noch rüber. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil der Angriff ist jetzt doch schon ein bisschen her. Aber ich fand eigentlich den Superdrachen gar nicht schlecht in der Clanburg gewählt vom Gegner. Der Gegner weiß auch, dass irgendwo was mit Wurzelkriegerin geht, auch wenn es nur in der Clanburg ist. Aber ihr seht, die gehen wirklich extremst gut durch hier in der 13er Clanburg und können jetzt noch ein bisschen beim Cleanup helfen. Okay, so viel helfen die jetzt auch nicht. Aber weil sie halt auch sehr langsam sind, erstmal durch die Mauern müssen etc. Aber ich denke mal ganz gut, könnt ihr mir gerne hier Kommentare schreiben, was im Moment, ich meine, die Frage kommt auch immer sehr, sehr häufig in den Livestreams, was ist eigentlich die beste Clanburg, Toto? Die beste Clanburg, denke ich mal, gibt es nicht, das ist immer base-abhängig, also was ihr dort letztendlich spielt. Und ich muss mal reinschauen, wir können den hier vom Monster mal mitnehmen,
auch mit, nicht mit Yetis, sondern mit Wurzel. Ja, ihr seht sie da, die Wurzelkriegerin. Aber du musst halt im Backend auf jeden Fall was gegen die Drachen haben. Der Gegner hier hatte ausschließlich die Drachen in der Clanburg, also entweder Drachen mit einem Loon oder Drachen mit einem Loon, einem Hawk. Und da kannst du dich natürlich ganz gut drauf einstellen auf sowas und musst letztendlich, wenn du nicht irgendwie so Magedor noch mit dabei hast oder da seht das wieder, oder die Queen dahinter hast, da muss natürlich schon ziemlich gut giften. Aber mit so einem einfachen Gift ist leider der Drache hier auch nicht zu schlagen. Das muss man leider auch sagen. Aber ihr seht die Wurzelkriegerin gerade in Wut, die hauen dem Drachen auch ab. Ja, die hauen dem Drachen auch ab. Und ich weiß gar nicht, was überhaupt diesen Drachen hier jetzt aufhalten konnte. Da muss ich jetzt mal sehen, denn wenn der auf jeden Fall. Der geht doch gerade so in den Gift weg, ne? Aber hat auch ganz schön lange gedauert und der hat auch ganz gut was weggepustet da. Also, ich fand es ganz gut vom Gegner, dass die ausschließlich Drachen drin hatten. Ich meine, wir konnten uns darauf einstellen und ich fand sie sehr effektiv. Da haben viele Devs hier kassiert. Also der Gegner hat einige Bases gut gedefft. Und das hat uns das Leben zwar ein bisschen schwerer gemacht, aber wir waren sowieso ziemlich weit vorweg. Das heißt, wir hatten alle Zeit der Welt hier. Ich glaube, ich hatte dann noch, ihr müsst mal selber überlegen, ich habe 1, 2, 3, 4, 13er, 1, 14er und 1, 15er hier drin. Das sind alleine 10 Angriffe, die ich auf diese Basis hier hatte. Und das dann irgendwann kommt halt der Dreier raus. Ne? Du versuchst dann von da anzugreifen, von oben, von rechts, von links. Und nichts funktioniert so wirklich, dann nimmst du mal eine neue Seite mit deinem anderen Account und dann legen die Bases irgendwann mal. So habe ich das zumindest gestern Abend dokumentiert. Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht, aber ich fand es absolut in Ordnung. Und jetzt schauen wir hier oben, der Kriegsminister. Ja, ein ganz besonderer Angriff hier vom Kriegsminister. Der hat nämlich gesagt, soll ich oben looten oder soll ich noch den letzten Stern rausholen? Er hat sich für den letzten Stern entschieden, fand ich sehr, sehr witzig. Denn uns war der Perfect War noch nicht ganz gegönnt und der letzte Angriff hier war vom Kriegsminister auf die 14, auf die 16er Base hier von Rathaus 16 auf 16, ja 8 auf 8. Aber auch noch längst nicht Max, aber schon so ein paar Gebäude, die Richtung Max hier gehen. Ihr seht, die X-Bögen sind schon alle gelevelt und so langsam kommen die Bases auch und ich denke mal dann werden auch, spätestens dann, wenn die ersten Mauern auch da sind, werden es die Widerreiterinnen, die Wurzelkriegerinnen auch nicht mehr so leicht haben, dass sie hier durchgehen, aber hier mit den Yeti und mit dem Yeti Mites klappt das ganz gut und auch hier wieder, ja okay, es ist halt immer der Drachen drin gewesen und mit dem Babydrachen dabei, kein Thema, geht auch so, ja, du musst es hier nur irgendwie rauskriegen oder halt in der Mitte irgendwo eliminieren. Ist mir halt nicht immer gelungen, hat mich auch ganz schön gewurmt, muss ich sagen, an dem Abend, dass mir das nicht so gut gelungen ist. Aber jetzt kommen hier erst ganz, ganz spät die Heiler mit hinzu, Luftabwehr ist weg, hat auch nur auf den Loon geschossen, sehr schick. Schön ein Headhunter hier mit rein und die Gifttürme sind jetzt nicht ganz so effektiv gegen eine Max Queen. Ganz klar, da kommen jetzt aber noch die beiden letzten Ballons raus, aber die braucht man auch nicht mehr in Gift haben. Ich muss heute nach da gucken. Ich habe heute die Kamera an und nicht die hier vorne. Das irritiert mich auch so ein bisschen. Oder ich muss halt immer so ein bisschen nach so gucken. So geht es ja auch. Ne? So könnte es auch gehen. So, jetzt geht es hier unten weiter. Richtung Monolith und Richtung Adler. Das stand hier unten an einer Flanke. King wird sicherlich gleich gezündet und nochmal richtig groß gemacht hier in der Base. Jawohl, jetzt. Und der heilt auch gut durch hier, 91er, der ist noch nicht ganz maxed, habe ich aber auch noch nicht. Meiner levelt jetzt auch noch ein bisschen nach, nämlich 5 Level. Dauert auch sicherlich noch ein paar Wochen, bis ich den max habe. Ein Buch werde ich in jedem Fall investieren, beziehungsweise nicht ein Buch, sondern einen Hammer. Solltet ihr auch machen, wenn ihr noch ein bisschen was über habt, beziehungsweise jetzt wieder was bekommen habt. Ich bin eigentlich immer ganz froh, dass diese Woche Liga diese Woche Liga läuft, denn die Medaillen kann ich im Moment mit ganz vielen Accounts ziemlich gut gebrauchen. Ich hätte fast gesagt, schade, dass sie nicht zweimal im Monat ist, aber mal sehen. Es war jetzt die erste Liga, die ist jetzt um
Und sie war eine ganz coole Woche, auch wenn der Start etwas holprig war, gerade jetzt nach Neujahr. Ja, da mussten erstmal wieder alle so ein bisschen Tritt fassen und so ein bisschen in ihren Rhythmus finden. Aber hat ja ganz gut funktioniert. Und auch das mit dem Wechseln hier am Ende in den Clan Deutschland Ed noch zusätzlich zum CK hat auch ganz gut funktioniert. Okay, die Kommunikation ist dann, die lässt dann natürlich arg zu wünschen übrig, weil die Leute kommen und gehen natürlich in der Regel fast nur zum Clanbogen füllen oder aber, dass sie irgendwo ihre Angriffe machen und dann wieder in den Stammclan gehen, denn da wurde ja auch noch nebenher Liga gespielt. Nebenher, das hört sich an, ne? Wir spielen nebenher Liga und machen CKs. Hauptsächlich CKs und nebenher Liga oder andersrum? Nein, ich glaube, es ist erstmal hauptsächlich Liga und dann die Clankriege hier. Aber auch hier, seht das, hier war diesmal, das ist ein Elektrodrache, oder? Ja, das ist diesmal ein Elektrodrache, okay. Mit einer Blimpie der Nachtschatten und einem Lalo im Backend. Da hat der Drache auch wenig Chancen, obwohl der Drache wird noch überleben, ne? Ja, der Drache wird noch überleben, da ist noch kein Gift und nichts drauf. Oder wird er nicht mehr überleben? Blitzt er noch einmal? Nein, der Monolith gibt einiges, wird auch wieder repariert hier. Da kann man natürlich sagen, okay, ich hau da jetzt zwei Blitz drauf oder einen Erdbebenzauber oder einen Blitz und ein Erdbeben. Je nachdem, damit der erstmal down ist, aber das, du weißt ja nicht, dass deine Bogenschützen so gut jetzt rauskommen. Beziehungsweise was sie alles Tolles rausnehmen. Und mit einer E-Titanin geht es hier rein Richtung Drache. Beziehungsweise ja, das ist eigentlich der Giftzauber. Ja, der Giftzauber heißt hier E-Titanin. Reicht dann auch vollkommen. Denn man sagt immer, wenn man diese Angriffsstrategie erfährt, du hast ja keinen weiteren Zauber mehr. Und deswegen musst du da irgendetwas tun. Guck mal, Nachtschatten, wie er das hier gemacht hat. King geht gut durch hier. Schönes Model auch. Ja, finde ich auch ganz gut. Da mussten die Designer sicherlich auch nochmal an den Models ein bisschen was machen, dass sie die größer kriegen. Jeweils in der mit der epischen Waffe. Und ich weiß nicht, ob die dann alle Skins nacharbeiten müssen oder ob man sagt, okay, ich muss nur das Grundmodell groß bekommen und dann habe ich auch die Skins groß. Oder es war schon jahrelang in Planung, dass man sowas mal hatte und hat sowas vorher schon, ich sag mal, in der Entwicklung eigentlich fertig gehabt. Man wusste nur noch nicht, wann kommt es raus. Habe ich sowieso manchmal das Gefühl, ich meine, die Entwickler gehen natürlich meistens einen Schritt voraus. Das heißt also, wir haben jetzt Rathaus Level 16 und in dem Moment, wo das gepublished wurde, kann ich euch sagen, so ist das in diesem Geschäft. Hat man schon Rathaus 17 auf der Pfanne, wenn nicht die Entwickler, dann schon die Manager oder was auch immer, dass es da in jedem Fall auch weitergeht. Und einen habe ich noch hier auf die 1 vom Proxy. Also 1 noch 1, die hat der Proxy hier ganz, ganz früh weggeballert gegen den Sir Lawrence 10 vom Clan FDE. Im Moment ist das Matchmaking, muss ich sagen, in den Clan-Kriegen sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob an dem Gerücht was dran ist, dass nach den Siegen oder nach den Niederlagen gematcht wurde. Also der Gegner hatte, glaube ich, eine 4er-Serie und wir hatten leider eine 0er-Serie zu dem Zeitpunkt. Und ob das jetzt daran lag oder ob das doch die drei Pfeile sehen einfach cool aus, ne? Oder ob es dann eher daran lag, dass wir unten, auch im unteren Bereich, glaube ich, ob wir letztes Mal hatten wir einen 8er dabei und 9er hat aber trotzdem nicht geholfen. Der Gegner hat uns trotzdem überrannt mit Wurzelkriegerin. Aber diesmal haben wir, glaube ich, hier den selber mal diese Taktik an den Tag gelegt. Das heißt also, wir haben selber mal früh angegriffen, früh gedreiert und vielleicht hat man damit dann die Moral des Gegners ja ein bisschen geworfen. Gucken wir mal, womit Proxy eigentlich gleich kommt. Ja, mit Wurzelkriegerin. Okay, ich will es schon fast gar nicht mehr aussprechen, dieses Wort Wurzelkriegerin. Ich will auch jetzt nicht sagen, ich kann ihn nicht mehr sehen, aber okay, Drachen ist weg. Der Monolith stirbt jetzt auch, beziehungsweise wird zerstört, so muss man ja sagen. Der stirbt nicht, der wird zerstört. Unsichtbarkeitszauber fürs Rathaus, nutzt aber auch nichts, viel zu kurz. Also deswegen Unsichtbarkeitszauber, oder war das ein Gift? Oder hat man da das Rathaus erstmal, das Rathaus, glaube ich, unsichtbar gemacht, ne? Damit die erstmal auf die Dev gehen und nicht aufs Rathaus. Kann auch so gewesen sein.
schön die Heil- und Lebensaura hier drin. Da sind wirklich alle Truppen drin versammelt. Und ist auch eine coole Fähigkeit im Moment. Nutze ich die epische Faust nach wie vor. Die versuche ich jetzt auf 21 zu ziehen. Auf 20 habe ich sie schon, aber jetzt werden die Erze auch sehr, sehr knapp. Jetzt hast du halt keine Liga mehr, hast die doppelte Anzahl der Erze nicht, sondern kannst einfach nur in den Clan kriegen. Also jeden zweiten Tag ein paar Erze bekommen oder aber jeden Tag in dem 3-Sterne-Bonus. Der ist ja nun täglich, den mache ich auch täglich und der Stress ist auch ein bisschen gewachsen hier, also der Druck ist ein bisschen gewachsen bei Clash of Clans, was das Spielen angeht. Du musst einfach spielen, weißt du, dieses ich muss, das ist ein ganz schreckliches Gefühl geworden, dass man wirklich vieles machen muss. Ich hole jetzt im Moment gerade mir die ganzen Gems noch raus für die beiden Herausforderungen hier, auch mit dem Account muss ich das hier gleich noch machen, glaube ich. Und aber dieses Muss-Gefühl hier, ich muss die Erze bekommen, ist schon gar nicht mal so von ohne. Dem einen oder anderen schmeckt das sicherlich nicht. Bei mir geht's noch, muss ich sagen. Aber ich habe das auch schon gemerkt, dass ich mit vielen Accounts im Moment viel, viel mehr mache, auch was das Tagesgeschäft natürlich angeht. Also mit Tagesgeschäft meine ich hier den 3-Sterne-Bonus. Da gibt's das ja auch. Es wird nur nicht angezeigt hier. Und deswegen ja, spiele ich im Moment eigentlich nur die Dinger hier, damit jeder hier einmal die unteren drei bekommt und die oberen drei, also die 6 Sterne hier. Einfacher geht es nicht, sich 50 Gems zu verdienen oder aber 70 Gems zu verdienen, wenn man die Potions nicht nimmt. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also Ligaende und beste Clanburg, der große Drache, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, aber ihr seid ja faule Kommentareschreiber. Ich bin aber kein fauler Antworter, also pinnt das ruhig rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Videos. Wenn euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben und der Link passt immer. https://twitch.tv/tutoclash. Hat die Tage jemand nicht gefunden, aber ich denke mal unter tutoclash findet man mich auch einfach so auf Twitch TV. Bis dahin Leute, danke, euer Tuto Clashed.